Ja, hi, ich bin Carina und ich komme aus Köln und wir haben das Produkt Udo entwickelt. Udo ist ein Coffee-to-go Mehrwegdeckel, der auf eine Vielzahl von Tassen passt, sodass man die eigene Tasse in einen Mehrwegbecher verwandeln kann. Ja, also die Highlights, außer dass wir hier in Los Angeles sind und nach Vegas gefahren sind, waren für mich, dass ich einfach mit super coolen Leuten connected worden bin. Am meisten Spaß gemacht hat mir eigentlich das Shooting, was ich am Strand hatte. Da haben wir die neue Kollektion geshootet. Das lief super. Ich bin Luisa Schindler und ich bin die Gründerin von dem Schmucklabel Louis Du. Und ja, unser Schmucklabel produziert sehr hochwertigen Schmuck zu einem fairen Preis. Hi, ich bin Levin, bin aus Berlin und ich habe mit zwei Freunden Anna und Leandro 2014 Haferkater gegründet und wir werden mit unserem veganen Porridge den Frühstücksmarkt revolutionieren. Meine Highlights waren hier in L.A. vor allem das Lakers-Spiel, das war ziemlich cool, da war dieser Becher auch mit. Highlights sind natürlich auch die ganzen Startups hier kennenzulernen und die Mentoren sich austauschen zu können. Also ich glaube, der größte Vorteil von einer Geschichte wie dem Super Startup Adventure Camp ist wirklich diese Gruppendynamik, die sich da entwickelt. Ist ja genauso wie auf einer Klassenfahrt. Du lernst deine Mitschüler so ganz anders kennen und genau das ist das auch. Und ich muss wirklich sagen, mich hat das tierisch überrascht, was für tolle Leute ich hier kennengelernt habe. Das ist wirklich eine besondere Sache und ich glaube, wir haben ja auch viele coole Momente gemeinsam erlebt, wo man gerne mal drauf zurückblickt und das natürlich auch viel mehr zusammenschweißt als jetzt, keine Ahnung, irgendwie so ein Networking-Event in Berlin mit Fingerfood und Moskau Mules oder so. Das ist, glaube ich, weniger stark, als wirklich hier mal so 10 Tage aufeinander zu hocken, miteinander gelebt zu haben, so die ganzen Macken voneinander kennenzulernen und einfach eine gute Zeit gehabt zu haben. Ich bin Florian von Hypes und wir belohnen Fans dafür, dass sie ihre Lieblingsmarken bewerben. Ich bin Micha, ich bin Gründer, Mitgründer von Sticker Stars. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass das, was die Stars können, also quasi als Sammelbilder, Trading Cards, abgebildet zu werden, auch jeder normale Mensch kann. Wir sind jetzt hier in den Staaten, um das auch auf Colleges, Highschools und andere Kunden auszudehnen. Florian, 31 Jahre alt, komme aus Stuttgart, wohne jetzt aber in Miami, Florida. Bin jetzt seit Mai hier in den USA für Robiotic und ja, bin jetzt gerade auf Messen unterwegs und freue mich einfach hier zu sein. Eine Highlight war wirklich hier einfach die Stimmung hier, jeden Abend nach dem Feierabend. Also wir haben ja den ganzen Tag geco-worked und haben uns dann eigentlich am Abend zusammengefunden, zusammen gekocht oder auch Essen bestellt mal. Aber trotzdem, die Stimmung fand ich einfach das Schöne. Der Zusammenhalt, der Austausch eigentlich konstant über Business, aber auch ganz private Dinge, über die man sich ausgetauscht hat. Das hat mir viel, viel gebracht und ja, würde ich so gerne wieder machen. Für uns war es besonders wichtig, dieses Super Startup Adventure Camp zu organisieren, weil wir gemerkt haben, dass das deutlich effizienter ist, wenn Startups 10 Tage lang aufeinander hocken, zusammen leben, anstatt abends dann nach Hause zu gehen und sich am nächsten Tag wieder zu treffen. Man erlebt so viele Momente, die man sonst im Business-Alltag nicht erleben würde. Man spielt eine Runde Tennis und plötzlich hat man eine komplett neue Idee. Und genau deshalb haben wir dieses Startup Adventure Camp organisiert, damit solche Synergien erst entstehen können. Ich glaube, wenn man Interesse hat, über den Tellerrand zu schauen, coole Persönlichkeiten kennenzulernen, die aus allen möglichen Bereichen kommen, fernab vom eigenen Fahrwasser, das man ja normalerweise im täglichen hat, ist das eine geniale Möglichkeit, um A, dieses Fahrwasser zu verlassen, B, sich da im Netzwerk weiterzubilden. Und ich glaube, 10 Tage Urlaub, die einem bezahlt werden, mit der Möglichkeit weiterzuarbeiten, einen halben Tag oder die Freiheit sich zu nehmen, wann man arbeitet und wann man eben die Staaten genießt in dem Fall, das ist überragend. Also wer da Interesse daran hat, der sollte sich da bewerben, weil es gibt, glaube ich, keine bessere Möglichkeit, so schnell so viel zu erleben.